Das war der Beruf von meinem Großvater. Der war Glasmaler, Glasschleifer. Und der hat immer nur gemalt. Und da habe ich also früh schon angefangen zu zeichnen. Mir war sehr wichtig, dass ich eine Ausbildung bekomme. Ich kriege einen Weitblick. Ich kann sagen, diese Person interessiert mich oder diese Personengruppe. Und es macht einfach Spaß, wenn du das begreifst. Ein Gesicht, wie es aufgebaut ist, die Augen, wie sie stehen, wie der Mundwinkel verzogen ist oder die Hand, wie sie sich bewegt. Das interessiert mich von Haus aus. Reden wir über eine Frau einmal. Wie schaut die Frau aus? Wie mache ich den Gang von dieser Frau? Ich mache jetzt mir diese Einteilung. Hals, die Schultern. Du siehst, es geht also immer so ratzfatz schnell. Und es ist nicht so, dass ich eine Zeichnung mache, sondern ich mache mindestens 10, 20. Ich mache sie aus Verlegenheit, dass ich irgendwas tot habe, sondern ich möchte einen bestimmten Typ. Du tust dir selbst mit deinen Ergebnissen auch nicht sicher sein. Ist es jetzt gut? Überlegen. Und das ist eigentlich die Arbeit. Es geht darum, dass ich sehe, wie ich mich weiterentwickle. Oder aber auch bemerke, Mensch, du machst ja Rückschritte. Gut, es gibt auch die Situationen, wo du sehr zufrieden bist. Wenn es eine Ausstellung sehr gut besucht ist und du ein großes Echo findest, dann bist du zufrieden, dass sich jemand mit deinen Arbeiten beschäftigt.